Hey Leute, was geht? Hier ist euer Memento Mori und ich heiße euch herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal und vor allem bei dem schönen Spiel Thief. Ja, wie ihr in den letzten Folgen gesehen habt, hatte ich ein paar Fauxpas bzw. ein paar Ausrutscher, aber ich lerne dazu. Wie gesagt, die Steuerung ist etwas... Oh, hey, jetzt bricht mir gleich der Dietrich. Etwas gewöhnungsbedürftig, aber es klappt. Mittlerweile ziemlich gut. So, aufmachen. Durch Schlüsselloch. Ah, gucken bringt nichts. Ah, da glänzt was. Machen wir zu wieder. Hoho, Trick 17. Man glaubt es nicht. Silber. 6 Gold. Ja, ich frage mich, was wir mit dem Gold machen können, aber es wird uns sicher gezeigt. Oh, der schleicht hier durch. So halbherzig. Gefällt mir irgendwie. Es ist alles geskiptet gerade gewesen. Hört alle her! Hört alle her! Die Steinhauergasse ist über Nacht gesperrt. Kein Durchgang! Was siehst du dir da an? Den Preis dieser Maske. Damit könnte man ein Jahr lang 100 hungrige Mäuler stopfen. Hast du jetzt plötzlich ein Gewissen? Das ist wie die Selbstmordseuche. Ja, die Maske, die will ich. Okay. Lautlos, lautlos, lautlos. Flackern immer noch. Kann die verfluchten Dinger denn niemand reparieren? Finde mal einen Handwerker, dessen Finger nicht gebrochen sind. Ich habe keine gebrochenen Finger. So, mal hier runter. Und mal diese Richtung. Was mich etwas stört, ist der Blitz. Ich frage mich, ob ich dann auch sichtbar bin. Ja, immer kurz. Wow. Interessant. So, hier nach oben. Jawohl. Nach dem letzten Glockenschlag in der Station? Ah, kann ich hier rüberspringen? Okay, ich höre irgendwo jemanden. Oh, ja, ist ich ausgegangen. Was ist das? Eine diebische Elster! Jawohl. Okay, mal schauen. Ah, hier kann ich, glaube ich, einsteigen. Oder vielleicht doch nicht. So kann man sich täuschen. Aber... geht's hier rauf? Nee. Ja, es ist immer schwer zu sehen, wo es lang geht. Aber ja. So, gehen wir mal in die Winkelgasse. Okay, da unten sind ein paar. Aber ich frage mich... So, weg mit Feuer. Ups. Ups. Die tun mir nichts mal. Was? Nee, ich helfe dir nicht. So, hier ist wieder arschhell. Okay, aber ich bin gespannt, wo wir rauskommen. Vorsichtig. So, hier geht es nirgendwo nach oben. Ja, ist alles aus der Ego-Perspektive, aber es gibt irgendwie einen gewissen Flair auch, wenn es etwas dunkel ist und ich wieder nichts sehe. So, wo bin ich jetzt? Okay, machen wir es mal dunkler. So. Ja, sieht ja schon mal gut aus. Und wohin jetzt? Hier hoch? Ah, okay, hier war das. Schnell nach unten. Nicht, dass sie mich sehen. Okay. So, geht sie irgendwo nach oben? Ich glaube nicht. Vielleicht könnte ich mich hier irgendwie hochschießen. Aber, ja,
Man weiß es nicht. Kann ich hier auch rein? Nee. Da finde ich etwas schade eigentlich, dass man nicht überall reinkommt. So, einmal Unsichtbarkeit. Jetzt. Ah, jetzt weiß ich auch, wie ich es wegstecke. Haha, heul nicht rum, Mann. So, war hier irgendwo was? Nee. Zum Aufklappen sehe ich auch gerade nichts. Oder, Checo, Checo. Ja, in was für eine Richtung abspringen? Ja, diese. Sieht ja gut aus. So, gehen wir mal etwas gedückt. Hat ja viel mehr Stil, würde ich sagen. Oh. Das Fenster offen gelassen. Okay, umgehe das Abriegelungstor. So. Okay. So, mal sehen. Vetter. Wie hin? Ich fürchte, dieser Brief könnte bei den vielen anderen landen, die oben. Der ist zu zweit, oder was? Beten wir, dass das nicht passiert, weil ich einen delikaten Auftrag habe, der uns beide reich machen könnte. Hm. Jede Nacht derselbe Albtraum. Bei allen toten Göttern. Ja, komm. Wo war ich? Reich machen könnte. Die Madame bekommt also eine vergoldete Kopie, besetzt mit erstklassigem Glas, wie es sich für eine Hure ziemt. Für eine Hure? So. Oh, komm schon. K.O. schlagen. Ja klar, weg damit. Er ist ja nicht tot, er ist nur K.O. Aber das auf seinem Rücken kann ich anscheinend jetzt nicht mehr holen. So, alles meins. So, die Hure bekommt nichts, das nehme ich mir. So, einmal dunkel machen. Er ist mir etwas zu dunkel sogar, ne? Ich hoffe, ihr seht das dann. Wenn, dann muss ich mir das Gamma etwas höher stellen. So, alles nehmen wir mit. Natürlich dunkel, denn wir sind ja ein Dieb. Und solange wir es können, mache ich es natürlich auch. Okay, hier ist ein Bild. Wo ist der Schalter? Wo ist der Schalter? Kein Schalter anscheinend. Nee, das ist ein normales Bild. Ich fahre noch mal lang. Oh, seht ihr seine Finger? Oh, hier war er. Wo war er? Hier ist er. Ich höre da irgendwo wen herumgehen. Die Schwermut ist über. Kommt er jetzt runter? Nee. Ja, wenn, dann habe ich ein kleines Problem, ne? Mir knurrt der Magen. Kommt der? Nee. Oder? Okay, der läuft oben herum. Besser als auf der Straße zu leben. So. Mal schauen, vielleicht kann ich ihn hier irgendwo reinstecken, vielleicht auch nicht. Ja, ich würde sagen, wir knacken einfach mal das Schloss. Ich bin mir nicht sicher, wer da irgendwie... Okay, drehen.
Ja, super, jetzt weiß ich aber nicht die Kombination, hä? Ich probier's mal. Nein. Ja, 00. 7. Nee. Ja, scheiße. Machen wir mal dunkel hier. Ja, die Frage ist, wie, ja, wie das Passwort ist. Aber, So, knacken wir das mal. So, mach auf hier. Ah, okay, wir sind draußen. Mach mal wieder zu. So, gib mir das Passwort. Okay, vielleicht habe ich irgendwo was bekommen. Dokumente. Okay. 739. Das war ja leicht. Ich habe es zwar nicht gelesen, aber man sah es ja. Man kann den Fluss bis hierher riechen. Wer redet hier die ganze Zeit? So, 7. 3. 9. Jawohl. 3, 2, 1. Meins, würde ich sagen. Etwas ausgefallen als meine anderen Masken. Für meine Sammlung. Jawohl. Der nächste Maskenball kommt bestimmt. Jetzt aber raus hier. Durch eines der Fenster oben komme ich über das Tor. Okay, nach oben also. Aber ich habe so im Urin, dass da irgendwo ein zweiter ist, was da oben herum ehrt. Ich werde krank. Das spüre ich. So, wer geht da rum, sag mal? So. Ja, ich glaube. Was ist mit dem? Ich brauche mehr Schlaf. Kann ich den ausnocken? K.O.-Schlang. Es tut weh, die Stadt in einer so prekären Lage zu sehen. Okay. Der hat zwar voll geschrien, aber es war jedem egal. So, Candlelight Dinner nicht mit mir. So, mal schauen. K.O. schlagen. Ja. Ja, ich hätte natürlich alles normal stillen können. Aber ja, warum nicht? Sie sind ja nur K.O., also zu meiner Verteidigung. Sie sind ja nicht tot. Sie wachen auf mit ein bisschen Kopfweh und merken, dass sie, okay, so wie sie da liegt, hat sie etwas mehr Kopfweh und merken halt, dass sie etwas weniger Geld haben. Aber egal. Es ist ja meines. Steht ja nicht ihr Name oben, also in dem Sinne habe ich hier kein schlechtes Gewissen. Das ist mein Fluchtweg, aber wenn ich ihn benutze, gibt es kein Zurück mehr. Kein Zurück mehr, ja, dann natürlich nehmen wir noch alles mit, was nicht nied- und nagelfest ist. So, hier habe ich alles. Kann ich hier rein? Okay. So, zap, zap. Und hier irgendwo was. Nee, ah, Ohrringe. Braucht ein Meisterdieb natürlich immer. Ja, so viel wie der einsteckt, ich frage mich wirklich, wie viel das der wiegt. Wäre interessant, der müsste ja schon
weiß nicht, wie viel Nahrung. Keine Ahnung, wie viel Kilo wiegen. Bei so viel Gold, was der mitschleppt. So, hier schläft noch irgendwo wer. Sind das Diebe? Tja. Ich glaube, jetzt war es. Da muss ich ja nicht so aufpassen, wisst ihr. Mit, oh, du entdeckst mich und. Wenn das seine Auslage ist, was hat er dann in seinem Tresor? Da ist noch einer. Oh oh. Oh oh, oh oh. Hätte ich so ein Prachtweib wie er, wäre ich längst oben im Bett. Ja. Wäre er. So, dunkel gemacht. Sieh dir das an. Ich würde ja selbst zugreifen, aber ich brauche den Job. Und wo ist er? Ah. Ja, wenn er nochmal die Runde dreht, dann knock ich ihn einfach raus. Etwas vorsichtig sein. Na, da will ich. Ich hasse diesen Scheißvogel. Da muss ich. Beim kleinsten Geräusch ein Riesengezeter. Da muss ich zugreifen. Es hilft nichts. Wenn ich nicht aufpasse, ende ich als Ratte. Ja. Das war's mit dir. So, der hatte irgendwas mit. Hat der was eingesteckt? Ah, jetzt ist er weg. So, tschüss. Und alles mitnehmen. Nee. Ah, jawohl. Das zählt. Das ist wirklich geil, das Spiel. So, zap, zap, ab. Meins. Okay, da gibt's nichts. So, hier ist noch was drinnen. Hier auch. Ich glaube, in der nächsten ist nichts mehr, was ich so sehe. Ja, egal. So, hier liegt noch. Ah, da liegt sogar das Geld am Boden. Schloss knacken. So. Nochmal und einmal noch. Habe ich gelernt bei Humboldt übrigens. Kann jeder. Oh, 20 Goldmünzen. Ja, ich werde richtig reich hier. Und er immer schwerer. Aber das ist ja egal. Ist ja nur ein Spiel. Ja, wie gesagt, das erste Spiel, was mir irgendwie so richtig Spaß macht. Also ich habe Splinter Cell schon gespielt, aber das ist kein Vergleich zu diesem Spiel. Muss man schon sagen. So, aufmachen. Und nimm alles weg. Oh, die teuren Sachen. Nein, das sollst du nicht tun, das sollst aufmachen. So, bleiben wir mal standhaft hier. Wenn ihr versteht, was ich meine. So, ah, Lichtschalter. Das ist natürlich gut zu wissen, dass es einen Lichtschalter gibt. Ja. Fürs nächste Mal weiß ich es natürlich. Bei allen toten Göttern. So. Ich glaube, ich habe nun alles mit. Dunkel machen. Ich hoffe, den draußen fällt es nicht auf. Ah, was ist hier? Komm, spring rauf da. Kann irgendwie raufspringen oder was? Okay, ich probiere es nochmal. Ah, jetzt. Cool.
Hey, hier könnte ich so viel Stealth-Action machen, das ist ein Wahnsinn. Ich bin froh, wenn das alles vorbei ist. Bleiben wir etwas oben, würde ich sagen. Okay, das ist ein Dodge oder so. So. Ah, hier glitzert. Nee. Blöder Vogel. Aber hier ist noch was. Oder vielleicht doch nicht. Nee. Schade, aber es geht weiter. So, in gedückter Haltung natürlich. So, ich höre da irgendwo wen. Und durch, würde ich sagen. Beziehungsweise rein. Und tja, tja, tja. Und wir sind drinnen. Ja, wie es weitergeht, Leute, seht ihr natürlich in der nächsten Folge. Also seid gespannt, seht auf meinen sozialen Netzwerken nach. Würde mich freuen. Und ja, ich freue mich, wenn ihr die nächste Folge seht und natürlich ein Abo, beziehungsweise auch den blöden grünen Daumen da lässt. Vielen Dank.